Ja, Gold ist ja in der Rückdeckung von betrieblicher Altersversorgung nur bei den Durchführungswegen Direktzusage, Pensionszusage einerseits und pauschaldotierte Unterstützungskasse, also unser klassischer oder überwiegend genutzter Weg dieser beiden Modelle andererseits möglich. Ob Gold sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, da glaube ich, kann man sehr viel nachlesen. Ich persönlich halte Gold für ein sehr gutes Investment. Ich halte es für gutes Geld, für einen guten Geld- oder Kapitalerhalt und Werterhalt, vor allem in inflationären Zeiten. Aber das ist nicht das Thema. Mir geht es vor allem um die Ausgestaltung der Rückdeckung in der pauschalnotierten Unterstützungskasse. Und wenn es hier um Gold geht, kann es nur einen Weg geben, und zwar das Gold ist in den Händen des Unternehmers oder im Tresor des Unternehmers oder vielleicht nur als zweitbeste Alternative in der Bank des Unternehmers. Alles andere ist für mich riskant, kritisch, alles andere hat für mich den Verdacht vom bloßen Papier. Ein Zettel, auf dem steht, ich verspreche dir Gold oder auf dem steht, dir gehört Gold oder auf dem steht, in der Schweiz oder hier oder dort oder hier gibt es irgendeinen Tresor oder irgendeinen, der auf dein Gold aufpasst. Okay, das ist ein Zettel, der letztendlich nur ein Zettel ist, der letztendlich nur Papier ist, der letztendlich nur Versprechen ist. Und jedes Versprechen war in der Vergangenheit und in der Geschichte, die hat es deutlich gezeigt, meistens nur so viel wert wie auch das Papier oder der Zettel. Das ist ein Thema von Vertrauen. Da kann jeder vertrauen, an wen oder in was er gern möchte. Ich würde von dem immer abraten. Ich würde immer den klassischen Weg gehen. Geld bleibt im Unternehmen und der Unternehmer kauft mit diesem Geld Gold, wenn er Gold möchte, oder auch Silber, wenn er den Umsatzsteuervorteil noch ziehen möchte, und legt dieses Gold und dieses Silber dann in seinen Tresor. Jeden anderen Weg würde ich persönlich abraten. Bei jedem anderen Weg wäre ich persönlich vorsichtig.